So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und angeblich ist ja das Terrarium so leicht zu machen, dass man auch mit zwei Accounts ganz gut einen Duo, mit zwei Accounts ganz gut einen Duo-Raid machen kann. Ich habe das letztens dann auch gedacht, ganz gechillt, weil ich irgendwo gelesen habe, selbst mit Mewtwo sechs Mewtwo auf Level 20 oder 25, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, auf jeden Fall frisch aus dem Raid gezogen, nicht geboostet, nicht gepusht, gar nichts. Junge, jetzt renn doch nicht hin und her! Das ist, wenn man das Handy nebenbei aufhat und dann immer so von Stop zu Stop rennt. Dass man das also ganz locker machen könnte. Ich habe das letztens mal probiert, weil viele sich natürlich jetzt auch wieder am Duo-Raid probieren. Bin natürlich kläglich gescheitert und das war so ein kräftezehrender Akt. Ich habe gesehen, an der Brücke der Technik ist 5er-Raid, X-Raid-Arena. Habe ich gedacht, es ist früh um 8. Es war früh um 8, glaube ich zumindest. Ich ziehe los, es ist nur noch 10 Minuten da. Ich gehe schnell hin, ich packe schnell die Kamera aus, ich mache die Aufnahme an, ich tue die zwei Handys rausholen, ich gehe einfach rein, ich kämpfe einfach, ich hau einfach drauf. Bam! Und was sehe ich dann? Eigentlich hatte ich mir ein Team erstellt auf dem einen, auf dem anderen sogar auch. Ist ja irgendwie logisch. Ich habe mir ein Team erstellt, aber in der Hektik kam ich gar nicht dazu, das Team zu wählen. Habe sogar vergessen, rüberzuwischen, auf das Team zu gehen. Habe dann also gekämpft. Mitten im Kampf sehe ich, auf der Kamera steht einfach da Abschaltautomatik. Sprich, ich habe vergessen, sogar die Aufnahme an der Kamera anzumachen. Ich dachte, toll, drückst halt währenddessen drauf. Musste ich also die Handys halb liegen lassen. Habe ich gedacht, selbst wenn ich es nicht schaffe mit den zwei Accounts, weil es jetzt so hektisch ist, habe ich ja noch 10 andere Handys dabei und würde den danach einfach mit 3 Accounts machen oder so, ist ja kein Problem. So, was ist, das eine Team ist tot, dann kackt das Handy rum, hat sich halb aufgehangen, ich kam nicht mehr rein, die Kamera ging also auch nicht, war also aus, ich habe 2 Bildschirmaufnahmen, habe hier gekämpft, da, dann ging es wieder, dann bin ich wieder reingekommen und so wenig Energie hat er noch gehabt, bis ich dann kurz vom Schluss, naja, es nicht geschafft habe, weil die Zeit war einfach um. Die Zeit war um, ich habe es nicht geschafft, 2 Pässe vergeudet, das hat mich so gewurmt. Dann habe ich gesehen, Bisafan TV hat ein Video gemacht, Duo Raid, ganz chillig, ganz geschmeidig, der hat sogar Mew am Ende reingenommen und da habe ich mir gedacht, da lasse ich mich nicht lumpen, obwohl heute Sonntag ist, tue ich einfach mal so, als wäre heute Montag und mache heute die Max Out Monday Folge, nehme noch ein paar Mewtwo zur Rande, push die ein bisschen und ich sehe auch schon hier in der Nearby-Liste, geht in 20 Minuten ungefähr ein 5er-Raid auf am Dino. Das heißt, ich werde jetzt ein bisschen pushen und dann nochmal in Ruhe in mich kehren und gut vorbereitet diesmal zum Duo-Raid gehen und den diesmal schaffen. Was ich dafür alles tun muss, das seht ihr später. Das also dann Montag, die Max Out Monday Folge, den Duo Raid gibt es dann am Dienstag, am Mittwoch wieder Raid am Mittwoch, also die Woche ist schon wieder ausgeplant. Das Schlimme ist, ich habe auf dem kleinen Account, den ich dann mitnehmen möchte, das sind so viele Mewtwo's gemaxt, weil ich den damals vom typisch Andy bekommen habe. Der hat seinen Account gut gepflegt, der hat so viele Mewtwo's gemaxt auf 4100, die haben aber alle Spukball. Jetzt möchte ich ja nicht unbedingt Spukball wegmachen und eine Psycho-Attacke hinmachen. Das wäre so schade, aber ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, jetzt nochmal bei dem 3-4 Mewtwo zu maxen. Bei mir sieht es halt auch komisch aus. Ich habe hier das einzigste gemaxte Mewtwo, was ich habe, ist vom 20.10.2017. Da seht ihr mal, wie alt das ist. Das war damals aus den ersten X-Raids noch. 20.10. genau, auch mit Spukball. Ich habe also nur ein gemaxtes mit Spukball. Hier habe ich aber noch ein 100%iges Rüstungs-Mewtwo mit Konfusion und Sea. Weiß ich nicht, ob das nützlich ist, ob man das auch nehmen kann. Und dann habe ich heute extra mit dem typisch Andy-Account noch ein Glückstrade gemacht. Leider nicht so gut, kein Wert auf 15. Bei ihm hat er einen 96er, aber leider auch nur Angriff 13, die anderen 2 Werte auf 15. Ich habe mir aber ein paar Sachen rausgesucht, die ich auf jeden Fall heute bei der Max Out Monday, was eigentlich Max Out Sunday Folge ist, maxen möchte. Zuallererst hier dieses Lucky Shiny mit 96% und 15 Angriff, denn 15 Angriff ist mir das Wichtigste. Da hauen wir erstmal ein Power-Up drauf. Wir gucken dann einfach mal, wie weit wir kommen. 60 WP nimmt das zu. Wir gucken einfach dann mal, wie weit wir mit den Bonbons kommen. Ich habe nämlich so ausgerechnet, bei 6 Stück, die ich maxen will, oder 5,
bräuchte ich 1500 Bomben, haben sich aber nur 1100. Wir pushen das jetzt erstmal, melden uns zurück, wenn die letzten zwei Pushes anstehen. So, da sind wir wieder zurück. Zwei Pushes stehen noch aus und ich sehe gerade bei den Attacken Psychoklinge und Psychostoß. Was nehmt ihr denn bei Mewtwo momentan? Psychostoß oder Psychokinese? Hat ja beides jetzt einen zweigeteilten Ladebalken mit jeweils 90, aber ich glaube, Psychoklinge ist nicht so krass. Ich glaube, das sollte man Konfusion nehmen, weil das einen besseren DPS-Wert hat. Hat mir auch BisoFanTV erklärt. Jetzt die zwei letzten Pushes. 4130 und der allerletzte auf 4160 und damit müsste das ja locker mein anderes Mewtwo überholt haben. Genau, das hat nämlich nur 4131. Jetzt natürlich interessant, was wollen wir noch maxen? Wir könnten das wettergeboostete Lucky maxen. Da sparen wir natürlich noch ein bisschen Staub. Aber, ich weiß nicht, das hat ja nicht so gute Werte. Ich würde gerne eigentlich das 98er maxen, weil das noch höher kommt. Das hat aber nur Angriff 14. Also würde ich als zweites, was haben wir hier noch? Da ist noch ein 91er mit 15 Angriff, auch ein Shiny, aber ich glaube ein Shiny reicht. Wir würden als zweites noch hier ein 96er mit 15 Angriff nehmen. Muss man einfach durch, alles in Mewtwo erstmal rein. 59 WP nimmt es hinzu, wir maxen fix das zweite und melden uns dann zurück, wenn wir noch zwei Pushs brauchen. So, wir haben das zweite, noch zwei Pushs wieder, 15 geben wir jeweils noch drauf, 4127 und nochmal 4157, da seht ihr schon den Unterschied. Obwohl das ja auch ein 96er ist, das hat aber 15, 13, 15 deswegen. Sobald die Werte ein Stück anders verteilt ist, hat das natürlich andere WP im Endeffekt. Jetzt haben wir also ein Lucky Shiny, wir haben einen 96er, wir haben eins mit Spukball, wir haben ein Rüstungs-Mewtwo. Ich würde sagen, weil wir so gut dabei sind, wir maxen trotzdem noch ein 96er mit 15 Angriff. Wir maxen nicht das hier, weil Sternstab brauche ich eigentlich nicht sparen, den habe ich eigentlich genug. Wir maxen einfach mal noch einen 96er hinterher, dass wir eine Armee haben. Also es geht los. 59 WP. Habt ihr auch? Wie viele Mewtwo habt ihr gemaxt? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir melden uns zurück, wenn wir wieder zwei Pushs brauchen. So, 4101. Zwei Pushs stehen wie immer noch aus. In der Zwischenzeit habe ich nebenbei auch auf dem kleinen Account hier das mal noch gemaxt. Der hat jetzt aber keine Bonbons mehr. 3974 hat er hier. Und wenn ihr mal zurückgeht, das seht ihr, der hat auch schon 4100, 4100, 4100, 39, 38, 33. Also der hat schon gut was dabei. Haben aber wie gesagt alle Spukball, die ersten. Ich weiß nicht, ob mir das was bringt, ob ich das was ändere. Auf dem kleinen ist eigentlich Spukball uninteressant. Hier machen wir jetzt noch die letzten zwei Power-Ups. Und dann die große Frage, maxen wir noch ein 96er oder maxen wir noch ein 98er? Ich bin ja immer noch gespannt, vielleicht wird es ja irgendwann möglich sein, ein 98er zum 100er zu machen, wenn man doch über irgendwelche Sachen die IV verbessern kann, dann wäre es natürlich cool. Obwohl, ich habe jetzt normale 1, 2, 3, 4, Ich könnte ja das 98er irgendwann noch maxen und jetzt noch ein 96er, weil Angriff 15 ist ja eigentlich besser, ist ja eigentlich interessanter, braucht man ja eigentlich mehr. Ich weiß es halt wirklich nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich würde ja gerne sagen, schreibt es mal in die Kommentare, dann mache ich das, aber ich brauche das ja gleich. Also, wir nehmen einfach das 98er, 24,99, pushen das jetzt noch auf Max und gucken dann, wo das am Ende rauskommt. Kriegt auch wieder 59 WP dazu. Wir geben die letzten Bonbons aus, so viel bleiben dann eh nicht mehr übrig und gucken dann mal bei den letzten zwei Pushs. So, noch da fehlen nur noch zwei Pushs, 4105, die letzten zwei gehen drauf, nochmal 30 WP dazu, das dürfte dann das höchste sein. 4165 mit 98, Konfusion Psychokinese, das hat auch das Shiny Lucky überholt. Wir haben jetzt also 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mewtwo auf Max, ein 98er, ein 96er, 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 89er mit Spukball.
Psychoklinge, das machen wir auch mal weg, machen wir auch mal zur Konfusion. So, bei den anderen stimmen die Attacken hoffentlich, wir gucken nochmal durch. Konfusion, Psychokinese, Konfusion, Psychostoß, Konfusion, Konfusion. Ich glaube, ob ihr Psychokinese oder Psychostoß momentan habt, ist wahrscheinlich wurscht. Konfusion sehr. Hat das. Das nehmen wir auch mal mit, damit das auch mal eine Funktion hat. Und hier nochmal Konfusion, Psychostoß. Aber das ist ja schon wieder das siebte. Wir probieren es also mit den ersten sechs Stück. Auch das eine mit Spukball nehmen wir mit rein. Und ja, was dann dabei rauskommt, seht ihr dann also in der nächsten Folge. Wir gucken mal, der Raid müsste nämlich gleich aufgehen. Noch 2 Minuten genau, wir ziehen uns an, machen uns auf den Weg, ist ja nicht so weit. Wie viele, was habt ihr heute gemaxt am Max Out Monday und wie viele Mewtwo habt ihr bei euch gemaxt im Beutel? Und habt ihr auch ein Rüstungs-Mewtwo gemaxt oder habt ihr die gleich alle weggeschmissen, weil die nicht so gut sind? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob das passt oder ob ich wirklich bei dem anderen Account die ganzen Spukball Attacken noch wegmachen muss, auf Psycho ändern. Das wäre natürlich schade, aber im Endeffekt Hauptsache nicht wieder 2 Pässe verschwende. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.